und bereit fürs Internetzeitalter. Zentralschweizer Senioren helfen sich gegenseitig, um in der digitalen Welt mitzuheben. Das sind unsere Schlagzeilen vom Dienstagabend. Grüezi miteinander, willkommen zu den Nachrichten. Mehr zum Wetter gibt es später nach dem Fokus. Surfen im Internet, das ist für die junge Generation von heute eine alltägliche Sache, und Ausdrücke wie Webadressen, E-Mail oder Chatten, die gehören sowieso zum täglichen Gebrauch. Bei der älteren Generation können solche Ausdrücke aber schnell einmal für Stirnrunzeln sorgen, weil man das Internet zu wenig oder gar nicht kennt. Um das zu ändern, gibt es die Organisation Seniorweb, die Internetkurse für Senioren anbietet, auch in der Zentralschweiz. In einer kleinen Gruppe werden Kursteilnehmer zusammen Brücke ins World Wide Web eingeführt. So auch der Glugorei. Er ist 67 und seit 3 Jahren pensioniert. Die ersten Schritte klappen schon ganz gut, und in jedem Kurs sind auch noch extra Begleitpersonen dabei, die sich um die Fragen kümmern, dass auch niemand den Faden verliert. Und dann muss ich da SBB. SBB. Ja. Und dann kriegst du da Verbindungen. Ja, super. Das Motto bei Seniorweb ist Senioren für Senioren. Nicht nur Kursteilnehmer sind im vorgeschrittenen Alter, sondern auch Kursleiter. Der Glockorei hat zwar selber Kinder, die das Internet beherrschen, ihm ist aber der Kurs für die Senioren lieber. Die Jungen, die haben ihre Tasten und drucken einfach, und ich selber kann das gar nicht so schnell aufnehmen. Weil ich muss das für mich schön langsam, und darum finde ich das eben gut, dass ältere Leute auch den älteren Leuten das beibringen. Den Senioren ist es wichtig, auch in der heutigen Zeit an Schur zu bleiben. Der Roger Ramuz ist zuständig für die Zentralschweizer Version des Kurs «Freie Fahrt ins Internet». Er denkt an die Zukunft. Ja, das Problem ist ja so, das sieht man wie länger als mehr. Ich würde sogar behaupten, in 10 Jahren kann man nicht einmal mehr eine Einzahlung machen ohne PC. Und da sind einfach, ist unsere Generation eigentlich sehr stark überfordert. Und wir versuchen das ganz langsam, die Leute an so etwas hinzuführen. In 2 Stunden kann man Grundschritte vom Internet lernen. Seniorweb bietet aber auch noch weiterführende Kurse an. Und falls der Glugorei und seine Mitbestreiter vom Kurs dann daheim nicht weiterkommen, für das hat die freiwillige Organisation nun eine Helpline eingerichtet.